Die Rundschau mit Susan Wille. Meine Damen, meine Herren, Mittwochabend, Zeit für das Politmagazin. Heute mit einer Spezialausgabe. Der syrische Präsident Bashar al-Assad im Exklusivinterview. Lassen Sie mich vorab eine Sache klären. Darf ich Ihnen jede Frage stellen? Jede Frage, ohne Ausnahme. Bashar al-Assad stellte sich also allen Rundschau-Fragen. Zensur gab es keine. Der syrische Präsident sieht sich als tapferer Verteidiger des syrischen Volkes. Für seine Gegner ist er ein brutaler Kriegsverbrecher. Stört ihn dieses Etikett? Und was sagt er zum Vorwurf der Giftgasattacken und der Foltergefängnisse? Damit wir all dies fragen durften, mussten wir uns verpflichten, das ganze Interview 1:1 ungeschnitten zu senden. Das tun wir selbstverständlich. Gleichzeitig wollen wir vermeiden, dass Assad trotz der kritischen Fragen einfach so eine Plattform erhält. Darum analysieren wir anschließend Assads Aussagen mit unabhängigen Syrien-Kennern. Zuerst aber eine beklemmende Dokumentation zu fast 6 Jahren Krieg. Eine Collage aus Newsbeiträgen von Samira Zingaro. In Dara kommt es seit Tagen zu schweren Zusammenstößen. Handybilder aus Dara, die nicht zu verifizieren sind. Mindestens 6 Personen sollen in der Nacht in Dara laut Menschenrechtsaktivisten erschossen worden sein. Präsident Bashar al-Assad. Die alawitische Herrscherfamilie Assads regiert Syrien seit 1963 per Ausnahmerecht. Oppositionsparteien sind verboten, Kritik an der Herrscherfamilie ist tabu. Diese Amateuraufnahmen zeigen angeblich den Trauerzug durch Dara. Auch in der Hauptstadt Damaskus gehen Tausende auf die Straße, um ihre Solidarität mit den getöteten Demonstranten zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich das so einschätzen darf, es scheint mir da nicht mehr so weit von dem entfernt zu sein, was wir in Libyen gesehen haben, als es da begonnen hatte. Beim Aufstand gegen Assad sind nach Angaben der UNO bereits mehr als 3.500 Menschen umgekommen. Heute Morgen, 8 Uhr Ortszeit also, 70 Tote auf einmal. Die Art und die Dimension des heutigen Anschlages lassen auf terrorerfahrene Gruppierungen deuten. Wir haben dem Assad-Regime, aber auch anderen Akteuren in der Region unmissverständlich klar gemacht, dass eine rote Linie überschritten wäre, wenn wir die Bewegung oder gar den Einsatz chemischer Waffen sehen würden. Der Ruf nach einer Militäraktion, das ist sicher nicht ausgeschlossen. Syrische Aufständische berichten, die Regierungstruppen hätten Giftgas eingesetzt. Die Syrer verlassen sich jetzt nur noch auf Allah. Sie haben alle Hoffnungen auf die europäischen und arabischen Regierungen aufgegeben. ISIS
steht für Islamischer Staat im Irak und in Syrien und das zeigt, wofür die Gruppe gewaltsam kämpft, für einen Gottesstaat. Die ISIS gilt mittlerweile als die gefährlichste Terrorgruppe in dieser Region und sie umfasst als erste ein zusammenhängendes Territorium über die nationalen Grenzen hinweg. Wenn die ISIS es schafft, ihre Macht zu konsolidieren, dann wird sie dieses Gebiet, Grenzgebiet zwischen Irak und Syrien, als Sprungbrett benutzen, auch für Terroranschläge in Europa. Oberster Chef der Terrorarmee ist ein Mann mit vielen Namen. Al-Baghdadi. Die Kurden sind mobilisiert. Heute spielen die syrischen Kurden eine wichtige Rolle im Widerstand gegen das Assad-Regime in Damaskus und gegen die IS-Miliz. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Manche wollen eine direkte Verbindung zwischen den Flüchtlingen aus dem Mittleren Osten und der terroristischen Bedrohung herstellen. Die Wahrheit ist, es gibt einen Zusammenhang. Denn die Menschen aus Irak und Syrien fliehen vor derselben Gefahr, die uns angreift. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben Kampfjets alleine gestern 60 Angriffe in Syrien geflogen zur Unterstützung des syrischen Regimes. Ziel der russischen Angriffe sei es, die Autorität von Bashar al-Assad zu sichern. Das Ganze ist symptomatisch für diesen unübersichtlichen Mehrfrontenkrieg. Der syrische Außenminister Walid al-Mualem betont, Gespräche über die Präsidentschaft von Bashar al-Assad kämen gar nicht in Frage. In Syrien hält das Regime unter Bashar al-Assad nach wie vor große Teile des Landes im dicht besiedelten Westen. Aleppo aus der Luft. Der Krieg dauert seit 5 Jahren. Zuletzt wurde die Stadt besonders heftig angegriffen. Die Front verläuft mitten durch die Stadt. Das heute getroffene Spital liegt im Zentrum des Gebiets, das von der Regierung kontrolliert wird. Eine Waffenruhe. Ein kleiner Hoffnungsschimmer in einem blutigen Krieg, der bis heute zwischen 300.000 und 400.000 Menschenleben gekostet hat. Wie entfernt eine friedliche Lösung ist, zeigt der demonstrative Besuch des syrischen Präsidenten Assad in der Stadt Daraya, die vor wenigen Wochen von den Regierungstruppen zurückerobert wurde. Der syrische Staat sei entschlossen, jedes Gebiet zurückzuerobern, sagte Assad. Zentrale Figur in diesem Krieg ist Bashar al-Assad. Den Medien stellt er sich selten. Nach monatelangen Bemühungen ging alles plötzlich sehr schnell.
Mein Kollege Sandro Brotz reiste nach Damaskus und traf in einer Residenz in der Innenstadt von Damaskus Bashar al-Assad, notabene im eigenen Fernsehstudio der Regierung. Der syrische Präsident gibt sich im Interview als unbeirrter Machthaber überzeugt, dass er siegreich aus dem Krieg herausgehen wird. Wer das Gespräch übrigens ohne Übersetzung hören möchte, das Interview wird im Zweikanalton ausgestrahlt. Bashar al-Assad über Terroristen, unschuldige Tote und Kriegspropaganda. Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie das Schweizer Fernsehen und unsere Sendung Rundschau hier in Damaskus willkommen heißen. Sie sind sehr willkommen in Syrien. Lassen Sie mich vorab eine Sache klären. Darf ich Ihnen jede Frage stellen? Jede Frage, ohne Ausnahme. Ich frage, weil eine Ihrer Bedingungen ist, dass das Interview in seiner vollständigen Version veröffentlicht wird. Befürchten Sie, dass wir Ihre Aussagen manipulieren könnten? Ich weiß es nicht. Diese Frage sollten Sie beantworten, aber ich denke, dass wir diesen Kontakt auf der Basis von Vertrauen aufbauen sollten. Und ich denke, dass Sie besorgt sind um das Vertrauen Ihres Publikums. Darum denke ich nicht. Ich denke, dass Sie einen guten Ruf haben, was die Vermittlung der Wahrheit betrifft, in allen Themen, die Sie abzudecken versuchen. Sehen Sie es als Lüge, dass die Welt Sie als Kriegsverbrecher sieht? Dies hängt davon ab, wie man dieses Wort definiert. Nach internationalem Recht oder nach der Ansicht des Westens oder der politischen Stimmung im Westen sagen wir, dass dies nach den eigennützigen Interessen der westlichen Politiker definiert wird? Gemäß internationalem Recht als Präsident und als Regierung und als syrische Armee verteidigen wir unser Land gegen Terroristen, die als Stellvertreter für andere Länder in Syrien einmarschiert sind. Wenn Sie also zurückkommen wollen auf das Wort Kriegsverbrecher, denke ich, dass die Ersten, die unter diesem Titel angeklagt werden sollten, die westlichen Verantwortlichen sind. Beginnend mit George Bush, der in den Irak einmarschiert ist, ohne Mandat des Sicherheitsrats. Zweitens Cameron und Sarkozy, welche in Libyen einmarschiert sind und es zerstört haben, ohne Mandat des Sicherheitsrats. Drittens, die westlichen Verantwortlichen, welche während der letzten 5 Jahre die Terroristen in Syrien unterstützt haben, entweder indem sie ihnen politischen Schutz geboten haben oder indem sie sie direkt unterstützt haben mit Rüstungsmaterial oder indem sie das syrische Volk mit einem Embargo belegt haben, das zur Tötung von Tausenden von syrischen Zivilisten geführt hat. Aber wir sind hier, um über Ihre Rolle in diesem Krieg zu sprechen. US-Außenminister John Kerry nannte Sie in einem Atemzug mit Adolf Hitler und Saddam Hussein. Stört Sie das? Nein, weil Sie nicht glaubwürdig sind. Das ist das Erste. Zweitens, für mich als Präsident zählt in erster Linie, wie das syrische Volk mich sieht. Als Zweites, meine Freunde auf der ganzen Welt. Nicht meine persönlichen Freunde als Präsident. Ich meine unsere Freunde als Syrer, wie Russland, wie Iran, wie China, wie der Rest der Welt. Nicht der Westen. Der Westen hat versucht, die Dinge persönlich zu machen, nur um ihre wirklichen Ziele zu verbergen, nämlich eine Regierung zu entheben und einen gewissen Präsidenten loszuwerden, um Marionetten einzubringen, welche ihren eigenen Absichten entsprechen. Darum, um zurück zum Anfang zu gehen. Nein, mir ist es gänzlich egal, was Kerry sagt. Das beeinflusst mich nicht. Sie sind der Präsident eines Landes, aus dem die Bürger fliehen, die Hälfte ihrer Mitbürger. Die Menschen flüchten nicht nur wegen der Terroristen oder ISIS oder der Rebellen, sondern auch wegen Ihnen. Was meinen Sie damit? Wegen mir? Ich fordere die Menschen nicht auf, Syrien zu verlassen. Ich greife keine Menschen an. Ich verteidige sie. In Wirklichkeit verlassen die Menschen Syrien aus 2 Gründen. Der erste Grund sind die Aktivitäten der Terroristen, die direkte Tötung von Menschen. Der zweite Grund sind die Handlungen der Terroristen, um das Leben in Syrien lahmzulegen. Sie attackieren Schulen, zerstören die Infrastruktur in jedem Sektor. Drittens, das Embargo des Westens, das viele Syrer dazu gedrängt hat, ihre Lebensgrundlage außerhalb von Syrien zu suchen. Das sind die Hauptgründe. Wenn man erkennen kann, dass der zweite und der dritte Faktor zusammenhängen, ich meine die Rolle der Terroristen und die des Westens bei der Untergrabung und Verletzung der Lebensgrundlage der Syrer, ist das eine, sagen wir, eine Gemeinsamkeit zwischen den Terroristen und Europa. Wenn Sie über Terroristen sprechen, wen meinen Sie damit? Sicherlich ISIS, aber auch die Freie Syrische Armee oder die Kurden?
Was ich meine, ist dasselbe, was Sie meinen als Schweizer Bürger. Wenn Sie irgendjemanden haben, der Maschinengewehre oder Waffen trägt und Menschen unter irgendwelchen Titeln tötet und Vandalismus begeht und öffentliches oder privates Eigentum zerstört, das ist ein Terrorist. Jeder, der eine politische Richtung annimmt, um jede Änderung vorzunehmen, die er will, das ist kein Terrorist. Man kann ihn Opposition nennen. Aber man darf nicht jemanden, der Menschen tötet oder Waffen trägt, Opposition nennen. Nicht in Ihrem Land und in meinem auch nicht. Sie haben doch keine freie Opposition in Ihrem Land. Ja, natürlich haben wir das. Natürlich haben wir das. Wir haben echte Opposition. Wir haben Menschen, die in Syrien leben, deren Wurzeln die syrische Gesellschaft ist. Sie sind keine Opposition, die in anderen Ländern wie Frankreich, Großbritannien oder Saudi-Arabien oder in der Türkei geformt wurden. Wir haben sie und sie können sie treffen und können sie filmen. Das können sie selber tun. Wie erklären Sie Ihren drei Kindern, was in Aleppo vor sich geht? Ich bin sicher, dass Sie dies am Familientisch diskutieren. Ja, natürlich erkläre ich Ihnen, was in Syrien passiert, nicht nur in Aleppo. Wenn man bedenkt, dass meine Kinder nun erwachsen sind. Sie verstehen, was in Syrien vor sich geht. Aber wenn man Ihnen oder irgendeinem Kind erklären möchte, was passiert, erzähle ich von der Rolle der Terroristen, der Rolle von Katar, der Türkei, Saudi-Arabien, welche diese Terroristen mit Geld und Logistik unterstützen, von der Rolle des Westens bei der Unterstützung dieser Terroristen, entweder mit Waffen oder mit Propaganda und Publizität. Ich erzähle Ihnen gänzlich, was passiert. Sagen Sie auch als Vater, dass Sie nichts zu tun haben mit den Bombenangriffen auf die Spitäler in Aleppo? Sehen Sie, wenn gesagt wird, dass wir die Spitäler bombardieren, bedeutet dies, dass wir Zivilisten töten. Das ist die Bedeutung des Wortes. Die Frage ist, weshalb würde die Regierung Zivilisten töten, ob in Spitälern oder Straßen oder Schulen oder sonst wo? Sie sprechen von der Tötung von Syrern. Wenn wir als Regierung oder als Armee Syrer töten würden, wäre die Mehrheit der syrischen Gesellschaft gegen uns. Man kann in seinem Krieg nicht erfolgreich sein, wenn man Zivilisten tötet. Darum, diese Geschichte, diese Erzählung ist eine falsche Behauptung, um ehrlich mit Ihnen zu sein. Natürlich, leider, jeder Krieg ist ein schlechter Krieg. In jedem Krieg gibt es unschuldige Opfer, seien dies Kinder, Frauen, ältere Menschen. Jeder andere Zivilist, jeder andere Unschuldige, der nicht Teil dieses Krieges ist, könnte den Preis bezahlen. Das ist bedauernswert. Deshalb müssen wir den Terrorismus bekämpfen. Wenn wir das nicht sagen, dann wäre es, als würden wir sagen, gemäß dieser Frage oder dieser Behauptung, welche Sie in Ihrer Frage schildern, dass die Terroristen Al-Qaida, Al-Nusra, ISIS die Zivilisten beschützen und dass wir als Regierung die Zivilisten töten. Wer würde dieser Geschichte Glauben schenken? Niemand. Aber wer sonst außer Ihrer Armee hat Flugzeuge oder bunkerbrechende Waffen? Das ist wie wenn Sie sagen, dass jede Person, die in Syrien getötet wird, von den Flugzeugen, militärischen Flugzeugen getötet wird. Die Mehrheit der Menschen wird, während sie in der Schule, im Spital, auf den Straßen oder sonst irgendwo sind, von den Terroristen mit Granaten beschossen. Das hat nichts zu tun mit den Luftangriffen. Manchmal hat man Luftangriffe auf die Terroristen, aber das heißt nicht, dass jede Bombe, die irgendwo gefallen ist, aus einem Flugzeug oder von der syrischen Armee stammt. Sagen wir, Sie würden von einem bestimmten Vorfall sprechen. Dann müssten wir diesen spezifischen Vorfall prüfen. Aber ich gebe Ihnen hiermit eine generelle Antwort. Aber Sie haben die Macht, die Situation zu ändern für die Kinder in Aleppo. Natürlich, deshalb. Werden Sie das tun? Genau das ist unsere Mission, gemäß der Verfassung, gemäß dem Gesetz, dass wir die Menschen beschützen müssen, dass wir diese Terroristen von Aleppo loswerden müssen. Hier können wir die Zivilisten beschützen. Wie kann man sie beschützen, während sie unter der Kontrolle der Terroristen sind? Sie werden von den Terroristen getötet und sie werden gänzlich von ihnen kontrolliert. Ist es unsere Rolle, daneben zu sitzen und zuzusehen? Können wir so das syrische Volk beschützen? Wir müssen die Terroristen angreifen, das ist offensichtlich. Darf ich Ihnen ein Bild zeigen? Natürlich. Dieser kleine Junge ist zum Symbol des Krieges geworden. Ich denke, dass Sie dieses Bild kennen. Natürlich, ich habe es gesehen. Sein Name ist Omran, 5 Jahre alt. Ja. Blutverschmiert, verängstigt, traumatisiert. Gibt es etwas, das Sie Omran und seiner Familie sagen möchten? Zunächst möchte ich Ihnen etwas sagen, weil ich will, dass Sie nach dem Interview mit mir im Internet dasselbe Bild desselben Kindes anschauen, mit seiner Schwester.
Beide wurden gerettet von den White Helmets, wie sie sie im Westen nennen. Damit wollte al-Nusra in Aleppo ihr Image aufpolieren. Sie wurden zweimal gerettet, jeder in einem anderen Vorfall und nur als Teil der Propaganda dieser White Helmets. Keiner dieser Vorfälle war echt. Man kann es manipulieren und es ist manipuliert. Ich werde Ihnen diese zwei Bilder schicken und sie sind im Internet, nur damit Sie sehen, dass dies ein gefälschtes Bild ist, kein echtes. Wir haben echte Bilder von Kindern, die verletzt werden, aber dieses spezifische Bild ist gefälscht. Aber es stimmt, dass unschuldige Zivilisten sterben in Aleppo. Natürlich, aber nicht nur in Aleppo, in Syrien. Aber Sie sprechen nun von Aleppo aufgrund der ganzen Hysterie im Westen wegen Aleppo. Nur aus einem Grund. Nicht, weil Aleppo belagert wird, denn Aleppo wird bereits seit 4 Jahren von Terroristen belagert. Und da haben wir niemals Fragen von westlichen Journalisten gestellt erhalten, was in Aleppo vor sich geht. Und wir haben keine einzige Aussage von westlichen Verantwortlichen gehört über die Kinder in Aleppo. Nun reden Sie seit kurzem über Aleppo, weil die Terroristen in einem schlechten Zustand sind. Das ist der einzige Grund. Weil die syrische Armee Fortschritte macht und die westlichen Länder, hauptsächlich die Vereinigten Staaten und seine Verbündeten wie Großbritannien und Frankreich, denken, dass sie die letzten Karten des Terrorismus verlieren in Syrien. Und die primäre Bastion dieses Terrorismus ist heute Aleppo. Für Sie ist in diesem Krieg alles erlaubt? Nein, natürlich nicht. Es gibt das internationale Recht, es gibt die Menschenrechtskonvention, man muss diese befolgen. Aber in jedem Krieg, wie in jedem Krieg der Weltgeschichte, kann man nicht zu 100% sicherstellen, dass man alles in sämtliche Richtungen kontrollieren kann. Es gibt immer Fehler. Deshalb habe ich gesagt, dass jeder Krieg ein schlechter Krieg ist. Aber es besteht ein Unterschied zwischen einzelnen Fehlern und Regierungspolitik. Zu sagen, es sei die Politik der Regierung, dass wir Zivilisten angreifen, Spitäler angreifen, Schulen angreifen, dass wir all diese Gräueltaten begehen, das ist nicht möglich, weil man kann nicht gegen seine eigenen Interessen arbeiten. Man kann nicht gegen seine Pflicht gegenüber dem Volk handeln, sonst verliert man den Krieg als Regierung. Man kann nicht einem solch grausamen Krieg 5,5 Jahre lang standhalten, während man seine eigenen Leute umbringt. Das ist unmöglich. Aber es gibt immer Fehler. Sei es, weil man zwischen die Fronten gerät, sei es aufgrund einzelner Fehler. Zeigen Sie mir einen Krieg aus der jüngeren Geschichte, der ein sauberer Krieg war. Das können Sie nicht. Haben auch Sie Fehler gemacht in diesem Krieg? Als Präsident bestimme ich die Politik des Landes, gemäß unserer Politik. Die Hauptpfeiler dieser Politik während der Krise sind die Bekämpfung des Terrorismus, was ich für richtig halte, und wir werden dies nicht ändern. Den Dialog zwischen den Syrern herzustellen, das achte ich als richtig. Und das Dritte, was sich in den letzten 2 Jahren bewährt hat, ist die Versöhnung. Die lokale Versöhnung zwischen den Militanten, welche Maschinengewehre gerichtet haben gegen die Menschen und gegen die Bevölkerung und gegen die Armee. Und auch dies hat sich als guter Schritt erwiesen. Daher sind das die Pfeiler dieser Politik. Man kann nicht von Fehlern reden bei dieser Strategie. Man kann von Fehlern sprechen bei der Umsetzung dieser Strategie. Dies könnte mit den Personen zusammenhängen. Glauben Sie noch an eine diplomatische Lösung? Aber sicher. Doch es gibt nicht einfach eine diplomatische oder eine militärische Lösung. Es gibt einfach Lösungen. Jeder Konflikt hat mehrere Aspekte. Einer davon ist die Sicherheit, wie in unserer Situation. Ein anderer ist der politische Aspekt der Lösung. Wenn Sie mich fragen würden, wie gehe ich mit Al-Qaida, mit Al-Nusra oder mit ISIS um und ob ich glaube, dass man mit diesen Gruppierungen verhandeln könne, dann würde ich sagen, nein, diese Gruppen sind nicht bereit dazu. Die haben ihre eigenen Überzeugungen. Sie haben eine abstoßende Ideologie. Darum kann man mit dieser Seite keine politische Lösung finden. Man muss sie bekämpfen, man muss gegen sie vorgehen. Man kann nur den Dialog mit 2 Seiten finden. Politische Parteien, die für oder gegen dich sind, oder irgendwo in der Mitte. Oder mit Kämpfern, die bereit sind, ihre Waffen abzugeben, zugunsten der Sicherheit und Stabilität Syriens. Daran glauben wir. Es gibt Neuigkeiten aus Russland. Am Donnerstag soll es eine kurze Feuerpause geben. Eine Pause für humanitäre Hilfe. Wissen Sie Näheres dazu? Es wird eine kurze Feuerpause geben, damit Hilfsgüter die Menschen in verschiedenen Vierteln von Aleppo erreichen. Gleichzeitig soll die Feuerpause eine Möglichkeit sein, damit Zivilisten, die in den Gebieten sind, die von Terroristen kontrolliert werden, in die von der Regierung kontrollierten Gebiete wechseln können. Ist das wirklich ein Schritt, ein wichtiger Schritt?
Aber sicher, es ist ein wichtiger Schritt, ein Anfang, aber es ist nicht ausreichend, es geht um die Fortführung. Wie können wir dafür sorgen, dass diese Zivilisten gehen können? Die Mehrheit der Zivilisten wollen die Gebiete der Terroristen verlassen, aber man hindert sie daran. Entweder werden sie erschossen oder es werden ihre Familien erschossen, wenn jemand flieht. Russland ist an ihrer Seite. Was bedeutet das für Sie? Nein, Russland ist nicht an meiner Seite. Russland ist an der Seite des internationalen Rechts. Auf der anderen Seite sind die Präsidenten. Das ist die Position Russlands. Denn Russland will, dass sich das internationale Recht durchsetzt und nicht die Agenda des Westens, wo jede Regierung gestürzt wird, die dem Westen nicht passt. Russland möchte sicherstellen, dass der Terrorismus hier nicht siegt. Das würde nämlich auch für Russland ein Problem sein und auch für Europa und den Rest der Welt. Es geht darum, dass Russland der rechtmäßigen syrischen Regierung und dem syrischen Volk Beistand leistet. Herr Präsident, Sie haben Fassbomben und chemische Waffen in Syrien gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Es gibt UNO-Untersuchungen, die Sie nicht ignorieren können. Sie reden hier von zwei unterschiedlichen Dingen. Der Vorwurf der Chemiewaffen, er ist nachweislich falsch. Es gibt nicht den Hauch eines Beweises, dass die syrische Armee Chemiewaffen benutzt hat, insbesondere bevor wir unseren Bestand 2013 aufgegeben haben. Jetzt haben wir sowieso keine chemischen Waffen mehr. Aber auch zuvor, das ist frei erfunden. Wenn Sie solche Massenvernichtungswaffen benutzen, dann töten Sie tausende Menschen auf einen Schlag. Und wir hatten keinen solchen Angriff. Wir würden auch nie solche Waffen brauchen, denn dann würden wir die eigene Bevölkerung töten. Und das ist doch nicht in unserem Interesse. Also ist das eine falsche Anschuldigung. Wir dürfen mit dieser Frage keine Zeit verlieren. Wir leben in Syrien, hier herrscht Krieg, aber es gibt keinen Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen. Aber der Bericht der UNO ist nicht erfunden. Der UNO-Bericht ist nicht glaubwürdig. Er war es nie. Und der UNO-Bericht stützt sich auf Behauptungen und wiederum auf andere Berichte, auf gefälschte Berichte. Und das nennt sie dann offiziellen Bericht. Hat sie eine Delegation geschickt, um die Sache aufzuklären? Sie hat 2013 eine geschickt und diese hat überhaupt nicht beweisen können, dass die syrische Armee chemische Waffen benutzt hat. Das ist das Erste. Zweitens und wichtiger, das erste Ereignis passierte Anfang 2013 in Aleppo, als wir sagten, die Terroristen hätten chemische Waffen gegen unsere Armee eingesetzt. Und wir haben die UNO eingeladen, eine Delegation zu schicken. Ja, das haben wir gemacht. Und zu jener Zeit haben sich die USA gegen diese Delegation gestellt, weil sie ja wussten, dass diese unparteiische Delegation dann herausfinden würde, dass die Terroristen, die von den USA unterstützt werden, chemische Waffen gegen die syrische Armee einsetzen. Was die Fassbomben angeht, da muss ich Sie fragen, wie lautet Ihre Definition von Fassbombe? Wenn Sie zu unserer Armee gehen, finden Sie in keinem Verzeichnis so etwas wie Fassbombe. Darum verstehen Sie. Wie kann ich Ihnen antworten, ob wir Fassbomben haben? Wir haben Bomben. Die Zerstörung ist gegen das Völkerrecht. Jede Bombe bedeutet Zerstörung, jede. Man besitzt keine Bomben, um damit nichts zu bewirken. Dass wir auf Flächenbombardements setzen, ist eine Behauptung des Westens, um zu zeigen, dass wir wahllos Zivilisten töten. Ich zeige Ihnen den Widerspruch auf. Der Westen sagte gleichzeitig, wir würden in anderen Gebieten Bomben brauchen, um gezielt absichtlich Spitäler zu bombardieren. Sie haben das vorher erwähnt. Und wir würden auch absichtlich Schulen und einen Hilfskonvoi bei Aleppo letzten Monat bombardieren. Dazu sind hochpräzise Raketen nötig. Also muss der Westen wählen, welchen Teil der Geschichte er jetzt erzählen will. Entweder haben wir ungelenkte Bomben oder wir haben Hochpräzisionsbomben. Diese Widersprüche in der Erzählung sind im Westen Wirklichkeit. Welchen Teil der Geschichte wählen Sie? Ich kann es Ihnen sagen, wir haben keine ungelenkten Bomben. Wenn wir Waffen für Flächenbombardements benutzen, verlieren wir, weil das eigene Volk sich gegen uns wenden wird. Ich kann das syrische Volk nicht töten, nicht aus moralischen Gründen, denn sonst treibe ich mein Volk in die Arme der Terroristen und nicht umgekehrt. Ich möchte noch die Foltergefängnisse ansprechen, Herr Präsident. Amnesty International spricht von 17.000 Toten. Was das Gefängnis von Said Naya angeht, kursieren schreckliche Berichte. Wann erlauben Sie unabhängigen Beobachtern Zugang zum Gefängnis?
Unabhängig? Amnesty International ist nicht unabhängig, ist nicht unparteiisch. Das IKRK? Wir haben intern noch nicht darüber diskutiert, ob das IKRK Zugang erhalten soll. Falls es Vorwürfe gibt, müsste man es diskutieren. Wir sagen nicht Zugang, ja oder nein. Aber der Bericht, den Sie erwähnen, wurde von Katar finanziert, wurde von Katar gemacht. Sie kennen die Quellen nicht, die Namen der Opfer. Nichts ist verifiziert in diesem Bericht. Er wurde direkt von Katar bezahlt, um uns als Bösewichte darzustellen, um die syrische Regierung und die syrische Armee zu beschmutzen. Aber es gibt viele Augenzeugen. Niemand weiß, wer diese sind. Vieles ist nicht geklärt, nicht verifiziert. Darum nein. Dann erlauben Sie Organisationen wie dem Roten Kreuz Zugang. Das ist nicht meine Entscheidung. Wir haben hier zuständige Institutionen. Wenn wir das diskutieren wollen, müssen wir dies mit den Institutionen tun. Warum sind Sie so sicher, dass Sie diesen Krieg gewinnen werden? Weil man sein Land verteidigen muss, weil man daran glauben muss, dass man den Krieg gewinnt, dass man das Land verteidigen kann. Wenn du das nicht glaubst, verlierst du. Ein Teil des Krieges besteht darin, an den Sieg zu glauben. Darum ist es offensichtlich, dass man einfach daran glauben muss. Wenn Sie durch Damaskus gehen, dann hängt überall Ihr Bild. In jedem Laden, jedem Restaurant, jedem Auto. Das Symbol des Diktators. Ist das Ihr Weg, um Ihre Macht zu sichern? Es gibt einen Unterschied zwischen einem Diktator und einer Diktatur. Der Diktator ist eine Person. Ich habe niemandem aufgezwungen, mein Bild in Syrien aufzuhängen. Niemals. Das als erstes. Zweitens, bevor Sie jemanden als Diktator bezeichnen, müssen Sie das Volk fragen. Nur das Volk kann sagen, ob es ein Diktator oder ein guter Mensch ist. Danke, Herr Präsident, dass Sie die Fragen beantwortet haben. Für das Schweizer Fernsehen und die Rundschau. Ja, da steckt viel Diskussionsstoff drin. Wir wollen die Aussagen von Assad einordnen, hinter die Fassade schauen. Das tun wir, und zwar mit zwei Syrien-Kennern. Beide sind ja auch Augenzeugen des Krieges aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Bei mir im Studio ist Kurt Pelder. Er ist einer der wenigen Journalisten, die regelmäßig ins Kriegsgebiet reisen. Und Sie waren unterwegs im Gebiet, das vor allem von den Rebellen kontrolliert wurde. Und zugeschaltet sollte uns eigentlich auch sein Pascal Weber, sein Auskorrespondent. Er ist im Moment stationiert in Erbil, aber ich höre gerade von der Regie, dass diese Leitung leider momentan noch nicht zustande gekommen ist. Also ändern wir spontan das Programm. Ich frage Sie zuerst, Kurt Pelder, welchen Bashar al-Assad haben Sie jetzt erlebt hier? Ja, einen pathologischen Lügner, ein Mann, der völlig abgehoben ist von der Realität, und ein Zyniker, der sagt: Ich habe nie jemanden aufgefordert, Syrien zu verlassen, zu flüchten. Das sind jetzt doch schon sehr harte Worte. Sie sind ja ein bekennender Assad-Kritiker. Ich möchte die einzelnen Punkte, die einzelnen Aussagen ein bisschen differenzierter anschauen. Hauptbotschaft von Assad ist: Ich bin ein Bollwerk gegen den Terrorismus. Das sagt der Mann, der ja jahrelang auch Kämpfer durch sein Land hat reisen lassen in Richtung Irak, der 2011 viele militante Islamisten freigelassen hat aus der Haft. Wie glaubwürdig ist diese Aussage jetzt, eher als Kämpfer des Terrorismus? Die Aussage ist nicht glaubwürdig. Natürlich bekämpfen die Truppen von Assad zum Beispiel die Nusra-Front, die syrische Al-Qaida. Aber Assad hat lange Zeit gemeinsame Sache mit den Dschihadisten gemacht, die im Irak gegen die Amerikaner gekämpft haben. Er hat all diese Dschihadisten durch Syrien durchgelassen, er hat sie mit Waffen versorgt. Und aus diesen Dschihadisten ist letztlich der IS entstanden. Und heute betreibt er Ölhandel mit dem IS. Also der größte Abnehmer des IS-Öls ist Assad, ist das Regime. Aber wenn wir jetzt die Optik des Präsidenten einnehmen, er sagt in diesem Interview: Für mich sind Oppositionelle, die eine Waffe in die Hand nehmen, eben auch Terroristen. Alle sind sie Terroristen. Ist da nicht auch eine Logik drin, die nachvollziehbar ist aus Präsidentensicht? Nein, denn wenn dieses Argument stimmen würde, dann wären ja auch zum Beispiel die Menschen, die in Südafrika gegen die Apartheid gekämpft haben, wären ja auch Terroristen. Und tatsächlich hat das Apartheidsregime damals gesagt, das sind Terroristen. Aber wir würden doch einen Nelson Mandela nicht als einen Terroristen bezeichnen. Aber trotzdem wird ja klar in diesem Interview, Assads Selbstbild ist das eines Mannes, der das syrische Volk verteidigt. Er hat das mehrmals gesagt. Wenn ich nicht für das syrische Volk schauen würde, dann wäre ich ganz sicher nicht 5,5 Jahre lang an der Macht. Sie sind in verschiedenen Gebieten unterwegs gewesen. Wie steht das? Wie groß ist der Rückhalt von Assad tatsächlich?
Also Assad hat sicher Rückhalt bei der Minderheit der Alawiten und bei den Christen, das ist ganz klar. Aber wenn man noch ein paar Sunniten hinzuzählt, kommen wir vielleicht auf 20 oder 30% der Bevölkerung. Das ist nicht nichts. Aber wenn er doch so populär wäre, wie er sagt, warum laufen ihm dann seine Soldaten davon? Warum ist seine Armee ein Schatten ihrer selbst, kann nicht mehr rekrutieren? Warum muss der Iran Tausende von schiitischen Dschihadisten aus Pakistan, aus Afghanistan, aus dem Irak einfliegen, damit sie für Assad kämpfen, damit sie ihn an der Macht halten? Er ist doch nur wegen dieser Söldner und wegen der russischen Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber noch an der Macht. Wie vielschichtig und auch wie unübersichtlich dieser Krieg inzwischen ist, der ja auch als Stellvertreterkrieg von Iran, USA, Russland angeschaut wird, das zeigt jetzt momentan die aktuelle Situation in Aleppo. Und trotzdem, was jetzt in diesem Interview auch gesehen wurde, es wird nach wie vor gestritten über Wahrheit und Unwahrheit. Stichwort Giftgas. Hier war Assad extrem entschieden. Er sagte, es gibt keinen Hauch von Beweisen. Es ist eine Lüge. Ich habe nie Giftgas verwendet. Nehmen Sie ihm das ab? Nein, natürlich nicht. Ich war einen Tag nach dem Zwischenfall, den er erwähnt, in Aleppo, war ich an Ort und Stelle. Und tatsächlich sind dort die Chemiewaffen im Gebiet der Assad-Truppen niedergegangen. Und alle Zeugen, mit denen ich gesprochen habe, die sagten mir, es war ein Flugzeug und das hat die Waffen abgeworfen, hat diese Bomben abgeworfen. Es war also eigentlich ein Friendly Fire Zwischenfall, ein Versehen. Es waren nicht die Rebellen, die 2013 sicher nicht über die technische Kapazität verfügten, solche Waffen einzusetzen. Das sagen Sie. Es gibt aber andere Stimmen, ausgewiesene Experten, auch Investigativjournalisten, die eben sagen, es ist nicht geklärt, dass das syrische Regime Giftgas eingesetzt hat. Assad kehrt den Spieß ja sogar um. Er sagt, wir sind Opfer geworden, wir, die syrische Armee, von Giftgasattacken. Wir haben sogar eine UNO-Delegation ins Land lassen wollen. Aber das hat man torpediert, weil dann vielleicht unangenehme Wahrheiten ans Tageslicht gekommen sind. Was halten Sie von dieser Logik? Also Tatsache ist, dass Russland im UNO-Sicherheitsrat verhindert hat, dass diese UNO-Delegation überhaupt ermitteln durfte, wer für die Giftgasangriffe verantwortlich war. Das war die Bedingung der Russen. Und es gibt mittlerweile 2 UNO-Berichte, die ganz klar den Assad-Truppen vorwerfen, Giftgas, vor allem Chlorgas, eingesetzt zu haben. Das sind Chlorgasbomben, die aus Hubschraubern abgeworfen wurden. Und jedermann weiß, dass die Rebellen nicht über Hubschrauber verfügen. Assad versucht abzulenken von diesem großen Giftgasangriff in Damaskus. Und bei diesem Angriff, also alle Theorien, die behaupten, Assad war nicht der Verantwortliche, die müssten eigentlich von dem UNO-Bericht von damals ausgehen, von den Geschosstypen, die da gefunden wurden. Das waren 2 Raketentypen, nachweislich mit Sarin gefüllt. Und diese Typen hat man immer nur vor und nach dem Zwischenfall bei Assads Armee und nie bei den Rebellen gesehen. Und trotzdem hält Assad an seiner Darstellung fest, es seien unglaubwürdige Berichte der UNO, auch die USA seien unglaubwürdig in diesen Anschuldigungen. Während Sie gesprochen haben, Kurt Peller, habe ich gehört von der Regie, dass offenbar jetzt eine Tonleitung zumindest steht zu Pascal Weber in Erbil. Pascal Weber, hören Sie mich? Ich höre Sie, praktisch und gut. Wunderbar. Pascal Weber, es ist ja nicht davon auszugehen, dass Bashar al-Assad in diesen Kriegszeiten, was Medienanfragen angeht, irgendetwas dem Zufall überlässt. Wieso gibt er jetzt das Interview? Nun, es ist tatsächlich so, dass sich Assad ja zu Beginn des Krieges sehr zurückgehalten hat mit öffentlichen Auftritten. Auch in Syrien selbst ist er da selten in Erscheinung getreten. Seitdem er nun in diesem Konflikt die Oberhand gewonnen hat, also seit dem Eingreifen der Russen, vor gut einem Jahr, da tritt er häufiger auf. Es geht ihm um Präsenz, es geht ihm um Legitimation, die er mit all diesen Interviews gewinnt. Es geht ihm wohl auch darum, die ihm wohlgesinnte syrische Exilgemeinde zu erreichen und zu zeigen, dass er die Lage im Griff hat. Und wenn er dann ein Interview noch so terminieren kann wie dieses Interview, das stattgefunden hat zu einem Zeitpunkt, da Assad wegen des Krieges in Aleppo in der westlichen Medienwelt wieder stark in der Kritik ist und auch in der Diplomatie stark in der Kritik ist, dann gewinnt er dadurch gleich doppelt und dreifach, indem er nämlich ausführlich seine Sicht der Dinge darlegen kann. Genau, und vielleicht hat er auch eine Rolle gespielt, dass die Schweiz auch Gastgeberin war, diverse Syrien-Gespräche, aber das ist Spekulation letztendlich. Was mir aufgefallen ist im Interview, er bezieht sich auf Aleppo und er sagt dann auch zum Krieg,
Wenn man nicht daran glaubt, dass man gewinnt, dann verliert man. Wie bewerten Sie diese Aussagen? Glaubt er wirklich, dass er den Krieg gewinnt, oder gibt er sich jetzt einfach so siegessicher? Diese Aussage ist eine ganz zentrale Aussage und sie führt direkt ins Innerste dessen, was in Syrien eben zurzeit geschieht. Für Assad geht es um sein oder nicht sein. Es geht um die Weiterexistenz des Systems Assad. Es geht um Assads politisches Überleben. Ja, es geht um Assads physisches Überleben. Das Problem ist, es gibt in allen diesen arabischen Staaten keine institutionalisierten Prozesse, in welchen verschiedene politische Interessen friedlich aufgehandelt werden könnten. Es gibt keine Prozesse, in denen eine Machtteilung friedlich ausgehandelt werden könnte. Ja, es gibt keine Prozesse, in denen gar ein Machtwechsel friedlich ausgehandelt werden könnte. Das alles führt zu einer Situation, in welcher der Sieger alles gewinnt und der Verlierer alles verliert. Dass Machthaber wie Assad genau dieses System weitergetrieben haben und daran die Hauptschuldigen sind, das ist natürlich dann auch wieder wahr. Was im Interview auch aufgefallen ist, Bashar al-Assad will nicht der Bösewicht sein. Er spielt den Ball zurück. Er sagt, an dieser ganzen Terrorismusfrage ist auch der Westen schuld, die USA, die Verbündeten, die eben auch die sogenannten gemäßigten Rebellen unterstützt haben, mit Waffen versorgt haben. Hat er da nicht eben auch doch recht? Das kann man nicht einfach so als Propaganda abtun, dieses Argument. Auch das ist tatsächlich natürlich eine Kernaussage aus diesem Interview und sie zeigt, wovor sich Assad eigentlich wohl am meisten fürchtet, vor einem durch den Westen herbeigeführten gewaltsamen Regime-Change, einem Regierungswechsel. Und tatsächlich, ich meine, wenn man sich die Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens anschaut, dann hat Assad ja auch allen Grund, einen solchen Regime-Change zu fürchten. Da ist auf der einen Seite einmal der Ursünden westlicher Interventionspolitik, der Sturz des damaligen iranischen Premierministers Mossadegh in den 50er Jahren. Es geht weiter über den gewaltsamen Sturz von Saddam Hussein hier im Irak oder erst kürzlich den Sturz von Gaddafi in Libyen. Alles das rechtfertigt natürlich nicht die Politik und die Maßnahmen, die Assad dagegen ergriffen hat, aber es ist einer der Gründe, weshalb er eben genauso handelt. Danke, Pascal Weber nach Erbil. Kurt Pelder, wir hüpfen hier thematisch jetzt ein bisschen hin und her. Wir waren vorher bei der Propaganda. In diesem Zusammenhang ist dieses Bild erschienen, dieses fünfjährigen Jungens, Omran. Und hier sagt Assad ganz klar, dieses Bild, das um die Welt gegangen ist, als Symbol des Krieges, das ist eine Lüge, eine Fälschung. Wir haben hier einen kurzen Einspieler, der zeigt das Originalbild, der Junge, der gerettet worden ist. Und dann das Bild, das eben im Umlauf ist, auf das bezieht sich Assad. Das zeigen soll, der Junge ist zweimal gerettet worden. Das ist also einfach Propaganda. Lüge, Wahrheit. Was stimmt jetzt, Kurt Pelder? Ja, hundertprozentig sicher kann ich auch nicht sein, aber für mich sind diese beiden Kinder nicht identisch. Und ich würde mich vor allem fragen, warum sollten die Rebellen, die natürlich auch Propaganda machen, ein solches Bild fälschen, wenn doch jeden Tag in Aleppo und anderswo solche Bilder zu sehen sind? Ich habe das selbst gesehen. Alle möglichen Bombenopfer, also Opfer von Luftangriffen, und die sehen tatsächlich so aus. Grauer Staub auf ihren Haaren, das Blut, das runterläuft. Der Junge ist ja nicht schwer verletzt, aber ich habe keinen Zweifel, dass es echt ist. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Kurt Pelders zeigt einmal mehr, so banal dieser Satz ist, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Und vielleicht noch eine kurze Erwähnung, weil die Zeit schon abgelaufen ist. Es sind ja auch Vorwürfe gegen Amnesty International erhoben worden, dass diese Berichte von Katar bezahlt worden seien, dass die Organisation nicht unabhängig sei. Das will Amnesty International so nicht stehen lassen. Wir haben die Richtigstellung auf der Homepage dann aufgeschaltet. Auch sonst gibt es weiterführende Informationen und auch Hintergründe bei uns auf srf.ch, alles rund um das Rundschau-Interview mit Bashar al-Assad. Ich bedanke mich, Kurt Pelder, sind Sie zu uns gekommen, und auch ein Dankeschön nach Erbil, falls uns Pascal Weber noch hört. Ja, gerade kürzlich sagte eine Gruppe von syrischen Intellektuellen in einem Appell, Syrien geht die ganze Welt an. Richtig. In diesem Sinne, danke, haben Sie mit uns hingeschaut und hingehört. Wir sind fast am Schluss. Noch
noch ein Hinweis. Heute Abend steht bei Kulturplatz die Farbe Rot im Zentrum. Bei der Chemiekatastrophe von Schweizerhalle färbte sich der Rhein rot. Das war vor 30 Jahren. Jetzt kommt Schweizerhalle auf die Bühne. Als nächstes aber hier auf dem Sender 10 vor 10. Was sind denn eure Themen? Danke, Susanne. Starkes Interview übrigens mit Assad. Ja, wir zeigen heute, wie Schweizer Türken die harte Hand von Recep Tayyip Erdogan zu spüren bekommen, wie Apple die Schweizer Finanzbranche aufwirbeln will und wie zwei Iraner die Wüste zum Zittern bringen. Das alles und mehr gleich bei 10 vor 10. Dankeschön, Arthur. Ja, die Rundschau ist zu Ende. Nächsten Mittwoch ist mein Kollege Sandro Protz wieder hier live im Studio. Bis dahin freue ich mich wie immer über Ihre Reaktionen auf Twitter, auf Facebook oder auf E-Mail. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen alles Gute und eine schöne Zeit.